Diese 5 Windows-Shortcuts sollte wirklich jeder da draußen kennen. Und wenn du sie noch nicht verwendest, dann schreib sie dir auf den Zettel, tacker diesen Zettel an deinem Bildschirm und verwende sie ab jetzt jeden Tag. Nummer 1, Steuerung P. P steht für Print, ausdrucken. Wenn du ein Dokument ausdrucken möchtest, dann solltest du nicht oben auf Dateien gehen, das irgendwie suchen, sondern einfach Steuerung P, um das Ganze zu drucken. Nummer 2, Windows P. Hier steht das P nicht für drucken, sondern für projizieren oder Presentation auf Englisch. Hier kannst du deine Bildschirme auswählen. Du kannst sagen, ob deine Bildschirme dupliziert werden sollen oder erweitert werden sollen. Das heißt, wenn du mal wieder einen externen Bildschirm oder einen Beamer oder sowas verbindest, dann drücke einfach schnell Windows P, um das Ganze richtig zu konfigurieren und schnell die richtige Darstellung auszuwählen. Nummer 3, der wichtigste Shortcut, den es gibt auf diesem Planeten, aber ich lese andauernd in Kommentaren, dass Leute anscheinend diesen Shortcut nicht kennen, Steuerung S für Speichern. Egal in welchem Programm du bist, ob du in Word irgendetwas schreibst, ob du gerade am Coden bist, ob du gerade ein Video editierst, egal was du machst, immer Steuerung S drücken, um automatisch zu speichern. Und das solltest du möglichst oft machen. Bei mir ist das schon so ein Automatismus, damit man einfach nicht in das Programm aus Versehen schließt oder dein Computer stürzt ab oder so. Und alles ist weg. Nummer 4, Steuerung C, Steuerung V. Mit Steuerung C kannst du ausgewählte Sachen wie Text oder Dateien kopieren und mit Steuerung V kannst du sie woanders wieder einfügen. Eigentlich sollte diesen Shortcut jeder kennen, aber leider sehe ich doch sehr oft, dass Leute diesen Shortcut nicht verwenden. Also Steuerung C, Steuerung V sollte ein absoluter Automatismus sein. Genauso wie der letzte Shortcut, Steuerung X. Mit Steuerung X kannst du Dinge ausschneiden. Das heißt, wenn du jetzt eine Datei aus einem Ordner in einen anderen Ordner reinpacken möchtest, dann wähle die Datei aus, drücke Steuerung X, dann wird die so transparent und dann fügst du es in einem anderen Ordner ein. Das geht mit Texten genauso und diese Shortcuts, die musst du wirklich kennen. Wenn du diese Shortcuts noch nicht anwendest, wie gesagt, aufschreiben, an den Bildschirm tackern, ich mein's ernst. Kanntest du die Shortcuts schon? Bitte schreib's mir in die Kommentare.